Ich habe eine Funktion bei Windows entdeckt, die mich echt vom Hocker gehauen hat. Zugegeben, der Windows Package Manager ist jetzt schon einige Zeit alt, ist aber völlig an mir vorbeigegangen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch AppGet oder Chocolaté, aber jetzt kommt Windows bzw. Microsoft mit einer eigenen Lösung daher. Und wahrscheinlich wird das alle anderen Lösungen überflüssig machen. Wenn du dir jetzt denkst, von was redet der da, ein Paketmanager, was soll das sein? Du kennst das bestimmt von deinem Play Store oder App Store auf deinem iPhone. Wenn du da eine App installierst, musst du die nicht erst googeln und dann schauen, wo du die runterladen kannst und installieren kannst, sondern du gehst einfach an einen zentralen Punkt, nämlich deinen App Store oder den Play Store. Dort findest du dann eine Auswahl von Software, die schön kategorisiert und aufgelistet ist und von dort aus kannst du installieren. Dieses Prinzip hat mehrere Vorteile. Zum einen kann der Hersteller des Smartphones dann sicherstellen, dass auch nur Software installiert wird, die einigermaßen sicher und geprüft ist. Für dich als Nutzer wiederum ist vorteilhaft, dass du dich nicht um Updates kümmern musst. Das passiert alles unbemerkt im Hintergrund. Dieses Prinzip wollte Microsoft mit dem Microsoft Store auf Windows übertragen. Hier hat natürlich Microsoft wieder einige drastische Fehlentscheidungen getroffen und ja, niemand mag den Microsoft Store, das aus gutem Grund, denn hier wird ja wieder ein neues Fass aufgemacht. Hier werden ja nur Apps angeboten und keine Exe-Dateien zum Beispiel. Ich kann über den Microsoft Store nicht meine normalen Anwendungsprogramme wie Notepad++, Keepers und so weiter installieren. Das Problem hat Microsoft jetzt wohl auch erkannt, vor allem weil halt auch Entwickler genervt sind, dass sie keinen zentralen Punkt haben, wo sie ihre Software veröffentlichen können bei Windows. Dafür gibt es jetzt den Windows Package Manager. Nach dem Intro zeige ich dir, wie du den Package Manager installieren kannst und wie du ihn auch nutzen kannst. Los geht's! Als erstes schaust du mal in die Videobeschreibung, dort findest du diese GitHub-Adresse. Es gibt den Windows Package Manager jetzt in Version 1.0. Und ich würde sagen, ich lade mir den einmal runter, ich gehe hier runter und hier die größte Datei interessiert uns, diesen App-Installer. So, laden wir einmal runter und ich sage Save File. Was mir jetzt gleich auffällt, jetzt könnte ich das wahrscheinlich direkt installieren. Ich muss aber sagen, ich hatte auch andere Windows-Systeme, da hat mir der App-Installer gefehlt. Das kann an meiner Rumfummelei liegen, weil ich immer alles deinstalliere. Falls du also diese Datei nicht schaffst zu öffnen, geh mal in den Windows-Store. Dazu muss man auch nicht angemeldet sein und such mal nach App-Installer. Den kann man jetzt herunterladen und installieren. Und hier bei mir steht, das Produkt ist installiert, also muss ich jetzt hier erstmal nichts weiter tun. Sieht man halt bei mir, weil hier schon das Icon zu sehen ist. Wenn jetzt bei dir kein Icon zu sehen ist, brauchst du diesen App-Installer. Standardmäßig scheint er aber mit installiert zu sein. Hier fragt er mich jetzt nach einer Aktualisierung des App-Installers. Ja, machen wir mal. Und jetzt sagt er irgendwie, App-Paket wird aktualisiert. Also irgendwie installiert er es da, also die Benamsung oder den Text da finde ich nicht sehr sprechend. Try to launch, ja bla bla, genau. Wir schließen das mal und gucken mal, ob die Installation geklappt hat. Hier aufs Startmenü Rechtsklick, Windows PowerShell als Administrator ausführen, mit Ja bestätigen und jetzt gebe ich hier einmal Winget ein. Und hat geklappt, ist installiert. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Winget Dinge zu installieren, deinstallieren und abzugraden. Im Prinzip, wenn ich nur Winget eingebe, bekomme ich schon mal alle Sachen hier angezeigt. Und das Schöne ist, was mir jetzt beim Testen aufgefallen ist, ich kann mal zum Beispiel ein Winget-List machen. Dann scannt er meinen PC ab, was er schon findet auf dem PC an installierten Dingen. Das ist halt bei mir jetzt einiges, da ist halt wenig aufgeräumt auf dem Ding. Und das Coole ist jetzt, wenn ich jetzt sage, Winget-Upgrade, kennt man so ähnlich von Linux, all, dann durchsucht er alles, was er finden kann von den Programmen, und upgrade die. Das ist ein riesen Vorteil, denn ohne dass ich jetzt irgendwas dazu tun musste, kann er meine installierten Programme erkennen und die auch direkt upgraden. Zum Beispiel hier findet er jetzt Kodi. Man könnte sich auch überlegen, diesen Winget Upgrade All Befehl automatisch einmal am Tag laufen zu lassen. Das könnte man zum Beispiel mit dem Windows Task Planner machen. Hier ist jetzt einmal ein Fehler aufgetreten, aber lassen wir uns davon jetzt erstmal nicht stören. Der Raspberry Pi Imager und Kodi konnten sich schon updaten. Dass Kodi da jetzt drin ist, das habe ich mir schon gedacht. Dass der Raspberry Pi Imager da auch schon integriert ist, ist echt top. Das ist ja keine Software, die so im großen Massenmarkt verfügbar ist. Dass der Entwickler sich hier also schon bemüht hat, in dieses Repository zu kommen, das gefällt mir sehr gut.
Wollen wir aber mal was installieren und deinstallieren. Ich guck mal, ob ich hier Notepad drauf habe. Das habe ich tatsächlich drauf. Notepad++. Da würde ich doch mal sagen, Winget uninstall Notepad++. Mal schauen, ob das schon reicht. Also, hier habe ich jetzt die grafische Installation, die gestartet wird. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, sobald ich das jetzt hier installiere. Das probieren wir gleich. Ich behalte mal nichts und beende das. So, woher weiß ich denn, welche Pakete jetzt hier zu finden sind? Dafür gibt es auch eine sehr gute Funktion, die heißt Winget Search und ich suche nach Notepad zum Beispiel. Und jetzt zeigt er mir alle Pakete, die den Begriff Notepad enthalten. Das heißt, ich kann jetzt hergehen und ich sage einfach mal Winget Install und jetzt möchte ich Notepad++ installieren. Habe ich ja gerade deinstalliert, kann ich jetzt entsprechend wieder installieren. Schauen wir mal, ob es geklappt hat. Hier einfach nach Notepad suchen. Ja, ist wieder installiert. Genau. Jetzt kann ich das Ganze auch nochmal deinstallieren und ich hoffe jetzt, dass ich den, na gut, den Dialog bekomme ich noch. Das ist dann wirklich eine Besonderheit von Notepad++. Als ich ein bisschen rumgetestet habe, die meisten Programme können sich einfach still und leise im Hintergrund deinstallieren, könnte hier dran liegen, dass er nochmal eine Nachfrage stellt. Liegt aber am Entwickler und nicht eben an Winget. Auch sehr schön ist, ich kann hier KeePass installieren, können wir ja mal danach suchen, KeePass. Und dann machen wir ein Winget Install KeePass. Er hat jetzt so eine Silent-Installation gestartet. Das heißt, ich habe zwar kurz was aufpoppen sehen, aber tatsächlich ist jetzt KeePass im Hintergrund installiert worden, ohne mein Zutun und kann ich jetzt auch direkt starten. So, ich kann jetzt hier diesen Update-Check eigentlich deaktivieren. Ich habe jetzt zu schnell auf Aktivieren geklickt, weil das übernimmt ja jetzt hier Winget. So, aber wir machen mal einen Uninstall. Ich wollte ja mal eine Silent-Deinstallation zeigen. Das wäre jetzt erledigt. Ohne mein Zutun hat sich das Paket komplett deinstalliert. Auch eine sehr coole Funktion ist übrigens diese Export-Funktion. Wenn ich also meinen PC fertig installiert habe und so meine Software alle drauf habe, die ich nutze, dann kann ich diese Export-Funktion nutzen, um dann später bei einer Sicherung zum Beispiel das Ganze über Import wiederherzustellen. Es geht hier absolut in die richtige Richtung mit diesem Package Manager. Ich würde jedem empfehlen, den mal auszuprobieren, denn ich würde mal prophezeien, das wird die Zukunft sein. Einfach deshalb, weil ja Programme wie Firefox, KeePass und so weiter die ganze Zeit eine interne Routine hatten, wie Updates installiert werden sollten. Ich persönlich fand das immer relativ nervig. KeePass ist dann so ein Beispiel oder auch Notepad++, da ist immer Nutzerinteraktion erforderlich, damit es zu einem Upgrade kommt. Hier kann ich mir mit dem Upgrade-Befehl das Ganze einplanen und komplett automatisieren. Das wird die ganze Sache sicherer machen und leichter zu verwalten. Der ist jetzt in Version 1.0 veröffentlicht und wie man jetzt hier im Video gesehen hat, lässt er sich auch sehr einfach installieren. Also gibt es eigentlich keinen Grund, das Ding nicht zu benutzen. Zumal man ja einfach seine bereits installierte Software prüfen kann, ob die auf dem aktuellsten Stand ist. Es gab auch eine kleine Kontroverse zwischen dem Entwickler von AppGet und Winget und die scheint jetzt aber beigelegt zu sein, also schon letztes Jahr beigelegt zu sein. Den Artikel verlinke ich dir mal in der Videobeschreibung. Ich hoffe auch mal, dass viel mehr Entwickler jetzt eben darauf sich einstellen, dass das die Zukunft ist, dass Update-Mechanismen in Zukunft in dieses Winget wandern. Wer jetzt sagt, ich möchte mit einem Command-Line-Interface aber nichts zu tun haben, das ist mir alles zu kompliziert, dafür gibt es dann winstall.app. Hier kann ich einfach hergehen und kann in einem Webinterface mir zusammenklicken, welche Software ich gerne hätte. Das ist natürlich schön grafisch aufbereitet, hat eine schöne Suche. Ich nehme mal hier zum Beispiel LibreOffice und hier bekomme ich dann den Befehl, den ich ausführen kann. Ja, aber dann muss ich ja schon wieder ins Command-Line-Interface. Genau, und deshalb kann ich auch einfach sagen Select App und hier unten füllt sich dann mein Warenkorb und wenn ich sage Generate Script, dann bekomme ich hier eine BAT-Datei zum Beispiel, die kann ich einfach mal speichern. Und die kann ich jetzt, das ist eine BAT-Text, wir benennen die mal um in BAT. Und jetzt kann ich da einen Doppelklick drauf machen. Genau, der Computer hat mich geschützt. Mal schauen, den müsste ich fast als Admin ausführen. Und klicke hier auf Trotzdem ausführen. Und dann führt er im Hintergrund eben hoffentlich diese Befehle aus und installiert mir den ganzen Kram. Bestätige ich hier nochmal mit Ja. Und jetzt kann ich zuschauen, wie die Installation der Programme hier abläuft.
Also ich bin der Meinung, das braucht man nicht, weil die Befehle von Winget aktuell sehr übersichtlich sind. Das ist alles, was es gibt und dahinter schreibt man dann einfach den Paketnamen. Was natürlich ein Argument ist, ich kann jetzt hier einfach mit diesem Winstall kann ich einfach ein bisschen die Pakete durchsuchen, was es alles gibt, ist vielleicht ein bisschen angenehmer, das so über so ein Webinterface zu tun. Und hier habe ich ja dann den Befehl und kann den einfach rauskopieren und kann den dann hier einfügen. Ich danke dir fürs Zuschauen und würde mich mal über die Kommentare freuen, ob dich das Video jetzt angespornt hat, Winget auch zu benutzen oder ob du sagst, ich benutze eh schon einen Paketmanager wie Chocolaté oder Winget vielleicht auch schon seit einem Jahr. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo.